Recht herzlich willkommen zur 23. Folge von Oxygen Not Included. Wir sind wieder am Verhungern hier. Nein, noch nicht. Da hat einer was gegessen. Es gibt gerade wieder was zu essen. Wir müssen uns immer noch ums Essen kümmern, denke ich. Das ist noch nicht durch. Da sollten wir noch weiter dran arbeiten. Kann man das wischen? Ne, kann man nicht, zu viel Flüssigkeit. Das bedeutet, wir graben mal da was weg und dann gucken wir weiter. Da kann man hoch, ja. Was machen unsere Pflanzen hier? Kein Samen verfügbar, okay. Die schlafen gerade alle. Hier ist auf jeden Fall noch eine Schmutzwurzel vergraben. Und da auch wahrscheinlich. Die sind jetzt gerade unsere Rettung, denke ich mal. Deswegen sammeln wir die auch. Und das ist der einzige Weg gerade zum Überleben, oder wie sehe ich das? So, da haben wir schon was offen gemacht. Weiß gar nicht mehr wofür, aber wenn wir schon da so sind, dann ist das doch definitiv schon mal ein Punkt, um an Schmutzwurzeln zu kommen, oder? So, Essen. Omelette. Können wir machen. Matschriegel fehlen da auch. Da kommt gerade einer. Okay. Was wir da warten auf Materialien. Okay. Ja, müssen wir weiter gucken noch, was da noch so kommt. Hier fehlt es an Strom. Keine Ahnung, warum da Strom jetzt fehlt. Wir haben aber gerade 2-2. Nahrungsmangel ist klar, aber das wird. Und den Wischmob können wir hier gerade rausholen. Da geht es jetzt mit aufwischen. Und so wie es aussieht, können wir da auch wischen. Das kriegen wir auch hin. So, unser Wasser haben wir erstmal ein Stück da abgeleitet. Sollten wir hier vielleicht noch gucken, dass wir da was aufgraben, ne? So ganz weiß ich aber noch nicht wie. Vielleicht so. Wie sind das mit Keimen? Da sind da welche? Ja, da oben aber nur. Da müsste man irgendwie markieren, aber naja, das ist auch nicht so einfach möglich. Da wird schon der Matschriegel wieder gemacht, das ist gut. Wasser wurde geliefert. Pumpe ist ja auch im Wasser drin, das ist auch prima. Was sagt die Wassertemperatur? 28 Grad. Das ist soweit gut. Hier unten haben wir noch ein Problem, ne? Unsere Filteranlage, läuft die eigentlich schon? Und da ist das Overlay. Irgendwas passt hier nicht, oder? Schmutz kommt raus, geht rein, kommt raus, geht rein, geht raus. Filtermaterial fehlt da, okay. Da hängt ein Stromkabel so rum. Okay, das ist jetzt aber nicht so schlimm. Das können wir mal zerlegen, weil brauchen wir ja nicht. Können wir woanders gebrauchen. Die Pumpe hat das. Da wird schmutziges Wasser rausgelassen. Das saubere Wasser haben wir. Irgendwo was für sauberes Wasser? Nee, ne? Ich weiß nicht, wie weit das Wasser hier reinkommt. Vielleicht müssen wir hier zumachen und da aufmachen, ne? Aber die sollen da mal erst wischen. Kommen sie da hin? Ja, ach, da ist unsere Wasserpumpe zum Rauslassen. Alles klar. Hm, dann ist das natürlich doof. Ja, er ist natürlich jetzt am Wischen, ne? Funktioniert aber erstmal. Ari hat sich die Füße nass gemacht, ne? Hm. Ja, wischt das trotzdem erstmal weiter auf. Aber wenn da jetzt einer eine Flasche hin macht, dann ist das natürlich doof. Aber wir können ja hier mal die Leiter weiter durchziehen. Das ist ja auch kein Problem, ne? Das geht doch dann. Die wischen alle. Hier ist schon gemacht worden. Sehr gut. Jetzt ist die Frage, wie graben wir hier weiter, ne? Da war böse. Unzureichende Sauerstoffproduktion, aber die Forschung ist fertig. Hier machen wir mal, ne, da machen wir mal den Ziegel hin. Und hier können wir den auch hinmachen, ne? Gut, das passt erstmal. Die Leiter ist dann da. Das Wasser ist dann da runtergefallen wahrscheinlich, ne?
Das können wir vielleicht aufwischen. Wie sieht es denn mit Essen aus? Okay, 6748 Kalorien. Keine Ahnung, warum so eine krumme Zahl mit mal. Achso, Forschung, Forschung, Forschung. Ölraffinerie, Erdgasgenerator, Petroleum. Was haben wir hier? Ölbrunnen. Polymerpresse. Mini-Gaspumpe und Mini-Flüssigkeitspumpe. Den Grill haben wir schon. Was ist das? Juicer. Ist jetzt nicht so das, was wir brauchen. Sauna, Solarium, Dampfturbine. War hier nicht was für den Dingens? Wer sagte das denn noch? Ich weiß es jetzt gar nicht, ob das der Thomas Steele war. Ne, der war bei Avorion. War das Mordrak, ne? Mordrak sagte, dass wir einen Typen haben, der total gestresst ist, ne? Increased Diplomatic, some water gets a splashed on the floor during use. Okay, das wird nass. Wir müssen mal den Dingens-Tisch dann bauen, den Massagetisch, damit der nicht so gestresst ist. Ich weiß nicht, wo er ist, aber der ist, glaube ich, auch schon fertig. Lass mal Textilproduktion ansteuern. Ich sehe jetzt den Massagetisch nicht so wirklich. Medizin ist hier. Nö. Feststoffe, Strom. Nahrung? Nee, wäre auch nicht Nahrung. Ja. Sorry. Das war jetzt nicht so toll. Ich finde jetzt den Massagetisch nicht. Oder ich sehe ihn nicht. Ihr habt ihn bestimmt schon gesehen, aber ich noch nicht. Ne. Keine Ahnung, wo der ist. Nicht da. Jetzt muss ich auch noch niesen. Ah, sorry. Hab ich irgendwo was Grundlegendes übersehen? Dekoration ist das ja nicht. Raketentechnik, okay. Ich weiß nicht, wo er ist. Vollkommen übersehen wahrscheinlich. Apotheke. Kolonieentwicklung. Das haben wir alles. Schmelzer haben wir. Stromabschaltung. Wo ist denn die? Fortschritt Stromenergie. Das müssen wir auch noch ganz klar einbauen, ne? Tja. Ich finde den nicht. Krankenhaus, ist klar. Und Hot Tub. Wofür ist das? Okay. Aber das ist schon mal für die... Also eine heiße Wanne oder was? Das ist so wie eine Sauna, so ein heißes Bad. Dampfbad oder sowas. Okay, alles klar. So, wir haben 9000 zu essen. Das ist schon mal cool. Hier ist angepflanzt. Ich würde dann doch gerne noch vielleicht hier eine Etage mehr machen, ne? Wie sieht's denn da aus? Nee, wir wollen erstmal gerade die Wassergeschichte gucken. Okay. Das Wasser wäre da. Das ist der Auslass. Jetzt ist das denn mit Wasser richtig oder mussten die Pflanzen schmutziges Wasser haben? Weiß ich auch gar nicht. Oder gibt es Pflanzen mit schmutzigem Wasser und wir...
Geh mal raus, geh mal dahin. Düngung Erde. Okay, und diese hier? Bewässerung Wasser. Okay. Verhungern war da gerade, ne? Aber Forschung abgeschlossen, das können wir ja mal beenden hier. Entsalze und alles reinigen. Ach so. Krankenhaus haben wir, Typ haben wir, Gaskeimsensor und haben wir auch. Alles klar, das ist erstmal gut. Wir sind hier schon mal gut unterwegs. Ich bin jetzt am Überlegen, ob wir hier diese Kämmerlein, ne, die waren auch vollkommen über eigentlich, ne? Wir können hier einen großen Tank machen eigentlich, oder? Ja, hol dir doch was zu essen, wir haben doch was da. Weißt du was, wir machen mal gerade hier Sanitär, Rohrbrücke. So muss die Rohrbrücke... Warte mal, das schmutzige Wasser kommt hier raus. Das heißt, das Wasser kommt da rein. Das bedeutet, wo war das jetzt? Hier, ne? Die Brücke muss so richtig sein. Und dann brauchen wir noch Rohre, die hier weitergehen. Bis dahin. Gut, dann brauchen wir den Hydropflanzen-Dingster-Bumster. So, lass das mal, aber wir müssen dieses Teil doch da noch hinsetzen, ne? 3, 6, 7. 3, 6, 7. Okay, dann müssen wir da noch was wegmachen. X'en wir da gleich aus. 3, 6, 7. Da zwei weg. Dann Möbel, Laterne dahin. Ist die so richtig? Ja. Das passt dann. Dann müssen wir da natürlich noch Strom verlegen. Machen wir erstmal billige Kabel, ne? Okay. Zack, passt. Haben wir schon wieder vergrößert, ohne dass wir da, ne? Hm, genau so ist es. Mehlwurzel, Pflanzen. Mehlwurzel, Pflanzen. Mehlwurzel, Pflanzen. Kriegen wir hin. Die Rohrbrücke ist auch schon da. Da ist wenig Sauerstoff. So, so. Da kann man auch noch was machen, ne? Das weg, da müssten wir doch da hinkommen, oder? Laternen werden schon gebaut, sehr gut. Die Batterie ist voll. Da wird gerade desinfiziert, auch cool. Das Essen ist wieder knapp. Steinbrecher fehlen Ressourcen, Eierbrecher fehlen Eier, Elektrogrill fehlt, Supercomputer, okay. Eisenerz ist nicht mehr da, dafür haben wir Kupfer. Dann geht's da weiter. Na, das ist die Logik. Das können wir erstmal weglassen. Hier kann keiner bauen, weil er da nicht hinkommt. Oder wie sehe ich das? Das bedeutet, wir machen da mal eine Treppe hin. Geht das? Nee. Können die denn da hin? Nee, ne? Ja, da fällt dann nachher sowieso was runter. Egal, erstmal. Vielleicht sollten wir hier auch einen Zwischenboden machen, ne? Ist ja vielleicht auch nicht verkehrt. Hm. Pumper mal da unten, läuft also. Nicht funktionstüchtige Farm. Okay. Das wird schon werden noch da. Warte auf Lieferung Filtermaterial. Priorisieren wir das mal ein bisschen.
Okay, hier wird schon weitergebaut. Kommt da jetzt schon Wasser hin? Nee, ne? Obwohl. Machbar wäre das, ne? Oder sehe ich das falsch? Achso, das Rohr nach da oben ist tot. Okay. Wieso geht das hier nicht weiter? Schmutziges Wasser kommt da jetzt an, aber hier fehlt es irgendwie, oder? Die Rohrbrücke. Komisch. Das so? Ich habe keinen blassen Schimmer, ob das so funktioniert nur. Weil das Wasser kommt ja nicht weiter hier. Tja, gute Frage, wie das sein muss, ne? Ja, Wurzel pflanzen. Sieht's mit Essen aus? 6600. Geht. Strom. Okay, da sind noch ein paar Leitungen, die noch schon fertig sind. Was hatten wir hier? Wasser drin, ne? Ja. Das bedeutet eigentlich, dass wir da jetzt so einen Boden reinziehen können. Aber da muss der weg, der ist doch falsch. Und das hier kannst du zerlegen. Die Leitern weg. Er fällt jetzt gleich runter, weil er sich selber zerlegt. Das läuft erstmal. Was fehlt der Pflanze? Dünger. Mehlwurzel. Läuft erstmal. Da zumachen. Ja. Hier aufmachen, weiß ich nicht. Eigentlich schon, ne? So, was läuft jetzt hier? An die Lampe kommt keiner dran, oder wie sehe ich das? Hab das mal weg. Das auch. Die Leiter mal verlängern. Komm, zack, so. Ist die Frage, ob wir den Gang so lassen oder nicht. Aber lassen wir so erstmal. Die Lampe ist gerade gemacht. Oder wird gerade gemacht. Essen 12.000. Das ist gut jetzt mal. Pflanzen. Auch pflanzen. Und auch pflanzen. Und die ist ja schon gepflanzt, genau. Ja, die Laterne kann da keiner hinmachen, oder wie sehe ich das? Kabel ist gemacht. Doch, die Laterne muss man noch machen können, oder? Ja, geht auch schon. So, Strom ist angeschlossen, muss nur hier weiterkommen. Und das passiert gleich, wenn die da weg sind. So, Sauerstoff ist jetzt das nächste Problem, was wir hier haben. Da oben super, aber da unten schlecht. Ja. Rohr blockiert. Welches Rohr ist da blockiert? Klempner, was machst du da?
Wo ist das Rohr blockiert? Das muss ja hier irgendwo das Problem sein, oder? So, grün ist raus. Pumpt der da lang? Müssen wir ja ein Rückschlagventil drin haben. Gibt sowas? Flüssigkeitsfilter, okay. Flüssigkeitsventil. Nee, Flüssigkeitsregler. Also irgendwas ist hier auf jeden Fall falsch am Laufen. Und das ist jetzt die Frage, was? Das geht rein, das geht raus. Das ist doch alles richtig so hier angeschlossen, oder? Nochmal Sanitär. Flüssigkeitsregler. Der müsste jetzt so dahin, oder? Muss auf einen freien Platz gebaut werden. Also so, okay. Mhm. Ja, weiß ich auch nicht. Teppichfliese und Webstuhl ist fertig. Forschung wieder. Machen wir den Juicer mal. Also da bin ich jetzt mit der Pumpe noch nicht fertig. Also irgendwas passt da nicht. Aber wir haben ja auch Not langsam. Jetzt mache ich da mal eine Prio auf 9, ey, damit das mal hier passiert. Na, kein Filtermaterial ist, aber das müsste ja bis dahin wenigstens pumpen eigentlich, oder? Haben wir denn... Filtermaterial, sind 65 Tonnen da, also da kann es nicht dran liegen. Ah, siehe da... Filtermaterial da, Pumpe läuft. Dann ist ja doch alles richtig, oder? Ja. Die Pumpe filtert da rein. Der Schmutzige kommt hier rein, da rein und da wird sauber gemacht und... Ach so, das ist, brauchen Frischwasser zum Filtern des, der schlechten Luft. So war das, genau. Ja, 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 dann kriegen wir Kohlenstoff hier raus, Kohlendioxid hier raus. Genau so war das, alles klar. Aber das, der Mordrak war das, der dann geschrieben hat, pass auf, da sind nachher Keime drin oder so, ne? Ist das so? Die Frage, was hier gerade passiert. Also das wurde ja jetzt gerade abgepumpt, oder? Jetzt wird gerade hier nichts gemacht, oder wie sehe ich das? Es muss doch permanent und ständig hier eigentlich laufen, ne? Was ist hier faul? Das ist die Frage. Warum wird die Farm mit Wasser nicht berieselt? Was ist hier verkehrt? Was passt nicht, dass das Wasser dahin kann? Da ist ein Ausguss und der Ausguss wäre ein Kreislauf, bringt also auch nicht wirklich was. Puh. Wo kommt das Wasser hier weg? Gute Frage, ne? Ach so, von hier.
Das wird auch nicht ewig halten, deswegen haben wir dann vielleicht hier schon das Glück. Ah. Ich glaube, wir machen das Rohr hier weg. Das können wir wegmachen. Zerlegen. Alles zerlegen. Und das zerlegen wir nicht. Weil da machen wir dann das dran. Weil das muss nachher, wenn die Pumpe hier nicht mehr funktioniert, müssen wir das umbauen. Weil das ist ja auch irgendwann zu Ende hier. Gut. Essen, 0 Kalorien, Nahrungsmangel. Hier, Pflanzen, Pflanzen, Pflanzen. Alle fertig, oder? Dann haben wir noch hier Teppichfliese, okay. Und hier Webstuhl. Okay, der Webstuhl ist ja auch ganz interessant. Die Forschung ist dann noch offen wieder, oder? Ne, der Juicer läuft noch, alles klar. Was ist hier? Wachstum, Stopp, Düngung. Okay. Da muss halt gedüngt werden. Ja, das nimmt hier langsam überhand. Läuft hier unten was? Nein. Rohr blockiert. Wir brauchen Klempner oder sowas. Jobs. Oh, wir können sogar noch hier. Wir haben aber 3 Klempner. Also er ist erstmal Meisterdekorateur. Er wird Viehzucht 2 machen. Das passt ja schon mal, ne? Und dann kann er eigentlich auch den Viehzuchthut, wenn aufhaben, wenn er will. Ja, müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Aber hier sind wir erstmal noch bei dem großen Problem mit dem dreckigen Wasser, ne? Wo ist denn da das Rohr blockiert? Hier funktioniert irgendwas nicht, oder? Zerlege ich das nochmal. Lass mal alles weg. Und dann neu legen. Erstmal die Rohrbrücke. Die hätten wir nicht zerlegen müssen, ne, oder? So, weiß ist Auslass, grün ist Eingang. Passt. So, jetzt will ich hoffen, dass das hier so passt. Den können wir auch zerlegen. Mal gucken, die Treppe haben sie weggemacht. Dann können wir das mal aufräumen. So, Prio 1 bitte. Und Wasserlager haben wir nicht. Ah. Wasser. Jetzt kann man da auch Wasser rausgießen, ne? Lager wieder verfügbar. So, wo ist jetzt unser Problem weiter? Hier sieht's gut aus, ne? Ist das gut? Nö. Ich weiß nicht, warum das Rohr hier noch blockiert ist.
Ich nehme mal die Pumpe da ab. Als ob der Druck dagegen läuft oder was. Ich verstehe das jetzt nicht so ganz, aber... Der Druck ging jetzt nach da weg, oder? Okay. Jetzt müssen wir da aufwischen. Hier passiert immer noch nichts. Auslass. Einlass, Auslass, Einlass, Auslass. Kein Mensch versteht's. Auslass. Drückt er hier rein und deswegen geht das nicht, oder was? Ich weiß es nicht. Es ist super schwierig hier. Ja, Rohr ist blockiert. Unser Rohr macht mir noch Sorgen. Erzeugt Schmutz, verschmutzte Erde. Ich weiß nicht, was wir hier tun müssen. Flüssigkeitsfilter. Irgendwas ist hier noch verkehrt. Rohr blockiert. Rohr blockiert. Rohr blockiert. Es hat funktioniert, aber kein Mensch weiß, warum es jetzt nicht mehr funktioniert, oder? Zerlege ich das mal hier. Dann baue das mal so rum. Da dran. Gucken, ob es das ist. Ich weiß es nicht. Ist nur eine Idee. Ja. Essen, verhungern, alles wieder klar, ne? Wie immer. Hier gibt es noch keinen Strom, deswegen kann man da nicht weitermachen. So, jetzt wird da gebaut. Kann der da auch bauen? Ja, ne? So, sanitär. So, muss noch gebaut werden, die Ecke. Ist zwar geliefert, aber noch nicht gebaut, ne? Schade. Ja. Jetzt wird's gebaut. Wasser fließt trotzdem noch nicht. Warum fließt da kein Wasser? Ich habe noch keinen blassen Schimmer. Zerleg das Rohr da mal. Hier läuft's wie bekloppt jetzt. Und da geht gar nichts. So, passiert immer noch nichts.
Irgendwas ist hier komisch. Ausgangsrohr ist blockiert, ja klar. Macht der jetzt hier? Ausgangsrohr ist blockiert, ja, das wissen wir jetzt, weil da ja gerade unterbrochen ist. Das bedeutet, wir müssen das schmutzige Wasser hier reinleiten, oder wie? Mann, 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 Mann. Komm, gucken wir hier nochmal schnell. Der Juicer ist fertig. Der müssen wir ein Eingangsrohr für haben. Sehr interessant, der braucht Wasser also. Juicer, Eingangsrohr. Da ist die Apotheke. Hier ist das Essen. Und was war noch? Forschung erstmal anschmeißen wieder. Hier fossile Brennstoffe, egal was. Erstmal was laufen lassen. Und dann nochmal da den Juicer. Wo ist er jetzt? Ach so, nee. Nahrung? Sanitär? Veredelung? Ey, bin ich jetzt... Da war er. Warum wurde der gerade nicht mehr angezeigt? Keine Ahnung, ne? Da gibt's Essen, da ist ein Schlafraum. Der ist zu groß dafür. Komm, dann machen wir den hier mal. Nicht hin. Wo machen wir den hin? Hier gibt es einen schicken Raum, dann kommt der da hin. Aber die Wasserleitung ist da natürlich schlecht, ne? Obwohl da oben ist er. Und dann braucht er bestimmt auch noch Strom, oder? Jo. So läuft's erstmal. So, Amma, ich sehe schon wieder, die Runde ist schon wieder super lang. Wir gucken gerade noch hier aber rein, weil wir nicht Schluss machen wollen. Was haben wir denn hier? Würmel, Wühlmauswelpe. Oh Gott, ein Wühlmauswelpe. Schubswühlmäuse sind grabende Lebewesen, die das auf der terrestrischen Oberfläche angesammelte Regolith essen. Ich habe keine Ahnung, wo es das Regolith gibt. Ja, kümmern wir uns in der nächsten Folge drum. Ich habe keine Ahnung, ob das hier irgendwo Regolith gibt oder sowas und was es ist. Findet man erst dann, wenn man es weiß. Und ja... Machen wir erst einen Cut hier, ne? Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Und ja, Kommentare, schreibt gerne wieder rein, wo unser nächstes Problem sitzt, zum Beispiel hier. Und ja, teilt das Video auf allen Kanälen, damit alle teilhaben. Okay, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.